Freunde, heute spielen wir mal wieder Hide and Seek, aber wie wir sehen, ist alles in Brookhaven komplett dunkel. Aber Freunde, wir haben heute auf jeden Fall wieder ein paar Special Guests am Start, und zwar Emily und Mario. Yeah! Yeah! Außerdem, Freunde, spielen wir nicht nur Verstecken im Dunkeln, sondern wir spielen Verstecken fangen. Das heißt, der Sucher läuft mit diesem Einkaufswagen rum und muss die versteckten Leute einfangen. Also ungefähr so. Und außerdem gibt es noch eine Regel, denn man darf sich nicht kleiner machen, man darf sich nicht umfärben, man muss auf jeden Fall in dieser normalen Größe bleiben. Und das Einzige, was man darf, ist einfach nur verstecken und weglaufen, mehr nicht. Und da das hier natürlich mein Kanal ist, werde ich auf jeden Fall als allererstes suchen und die Gäste dürfen sich jetzt verstecken. 1, 2, 3. Und natürlich habe ich schon mein Versteck. Freunde, so, das wird jetzt echt auffällig, aber auffällig ist am unauffälligsten. So, hier ist mein Versteck. Hier werde ich mich jetzt noch hinlegen und ja, das war's eigentlich schon. Okay, ich glaube, ich werde hier nach oben gehen, ganz entspannt. Und dann hier ist, glaube ich, eine ziemlich coole Stelle. Und dann werde ich mich einfach mal hier verstecken. Ich glaube, das ist ein gutes Versteck, oder? 98, 99 und Döner! Ich komme! Und ich habe ganz genau gesehen, dass ihr beide in diese Richtung gelaufen seid. Oh, 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 okay, okay, okay. Diesmal, wie gesagt, wird es ein bisschen leichter und irgendwie auch schwerer sein. Also auf jeden Fall ganz, ganz anders als sonst. Denn Emily und Mario dürfen sich ja nicht kleiner machen. Die sind also immer noch genauso groß wie vorhin. Aber ihr könnt mir auch vielleicht ein, zwei Tipps geben, oder, Freunde? Also, ich muss sagen, bei mir ist auf jeden Fall eine ziemliche Leere. Ich glaube, so kann man das eigentlich gut beschreiben. Eine ziemliche Leere? Hä? Was willst du mir damit sagen? Also hier beim Fußballfeld ist auf jeden Fall niemand. Mario, bist du in der Nähe vom Fußballfeld? Nein. nein. Okay. Ich denke mal, niemand von euch ist dann bei der Schule, richtig? Ist vielleicht jemand in der U-Bahn-Station? Oh, stimmt. Ihr könntet ja theoretisch mit der U-Bahn immer irgendwo hinfahren. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Wir fahren jetzt mal dahin. Und okay, wir sind angekommen. Aber hier ist niemand von euch. Toll. Dann würde ich einfach mal sagen, wir spielen jetzt noch dazu. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und Mario, du fängst einfach mal an. Okay, bei mir wird das, glaube ich, ziemlich einfach, weil, Lami, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist schwarz. Schwarz? Dein Ernst, Mario? Ich sehe auch überall nur schwarz. Du musst auf jeden Fall einen Gegenstand sagen, okay? Okay, ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist kein Gegenstand. So, Moment mal, Mario, ich schreibe mir mal kurz etwas auf. So, kein Hide and Seek mehr mit Mario spielen. Perfekt, ist aufgeschrieben. Okay, und Emily, jetzt bist du dran. Naja, ich könnte jetzt sagen, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist weiß. Aber das hilft jetzt nicht wirklich. Also, oh, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ein grünes Schild. Ja. Das ist etwas, was ich hören will. Ein grünes Schild. Moment mal, hier bei Starbrooks ist auf jeden Fall ein grünes Schild. Das da oben. Aber ich sehe hier keine Emily. Emily, du bist nicht bei Starbrooks, oder? Nö, bei Starbrooks bin ich auf jeden Fall nicht. Sonst hätte ich mir doch ein Donut und ein Kakao gegönnt. Tja, Pech gehabt, Emily. Dann mach ich das jetzt. Lecker Donut. Wow. Bist du dir sicher, dass du nicht zu mir willst? Ja, natürlich will ich einen. Aber ganz ehrlich, ich kann mir gerne einen selber holen. Dafür werde ich nicht verlieren. Und ich lasse mich hier auch nicht erpressen von dir. Okay. Na gut, Mario, dann bist du wieder dran. Was siehst du, was ich nicht sehe? Also, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist der Himmel. Der Himmel? Moment mal, du hast recht. Den sehe ich echt gerade nicht. Aber jetzt sehe ich den auf dem Polizeidach. Du bist vielleicht hier? Warte mal,
Bist du im Helikopter? Nee, oder? Aber Moment mal, ich suche jetzt einfach mal mit dem Helikopter alle Dächer ab, denn ich denke mal, den Himmel sieht man am besten vom Dach, oder? Nur nicht so gut, dass ich absolut keine Ahnung habe, wo ich hinfliege, Mann. Wo bin ich hier gerade? Ach, wisst ihr was? Wir brauchen den Helikopter nicht mehr. Wo bin ich hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, Mann. Kann es sein, dass ich hier... Hä? Moment mal. Ich nehme mal ganz kurz nur eine Taschenlampe raus. Ich möchte nämlich nur abchecken, wo ich hier gerade bin. Ich bin... Ah, lol. Ich bin auf dem Schuldach. Okay. Ist jemand von euch auf dem Schuldach, meine Freunde? Moment mal. Mario! Ich hab dich! Nein, bleib stehen! Ja! Oh, Mann! Tja, Mario, da warst du halt viel zu langsam. Du hättest eigentlich noch weglaufen können, aber ja, wie gesagt, du warst zu langsam. Jetzt darfst du aber mal ganz schnell mithelfen, denn wir müssen auf jeden Fall noch den kleinen Popel Emily finden. Die hat auf jeden Fall gesagt, dass sie ein grünes Schild sieht und das einzige grüne Schild, was ich hier sehe, ist bei Starbucks. Hast du vielleicht noch eine Idee, Mario? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hier in der Pflanze? Nee. Keine Ahnung, Lami. Dein Ernst, Mario? Oder vielleicht da? Ja, du bist mir eine richtig tolle Hilfe. Vielen, vielen Dank auch. Ist hier vielleicht beim Zahnarzt ein grünes Schild oder so? Du musst... Emily, ich habe dich gefunden. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich dachte, du gehst in den leeren Raum. Warum gehst du jetzt zum Zahnarzt? Du willst mich veräppeln, oder? keine Ahnung. Ich habe schon voll vergessen, dass du irgendwas mit Leere gesagt hast. Ist das dein Ernst? Ich bin gerade ganz schnell und nervös rübergerannt. Und du gehst direkt in Zug. Oh mein Gott, ich kann das nicht mehr. Naja, dann würde ich einfach mal sagen, ich habe ja den lieben Mario zuerst gefunden. Das heißt, Mario, tu das jetzt suchen, du kleiner Pups. Okay, 1, 2, 3. Okay, Freunde, ich würde einfach mal sagen, ich bleib direkt hier in der Nähe und versteck mich. Ja, hier, ich glaube, von hier kann ich auch am Ende sehr gut weglaufen, falls der Mario irgendwie hier in die Nähe kommt. Na gut, ich bin auf jeden Fall versteckt. Okay, Freunde, dann wollen wir mal zu meinem Versteck gehen. So, aber dafür fehlt mir was. So, eine Sekunde, Freunde. Hier ist es ja. Zack, boom, bang und... Oh Gott, warte mal, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass sie das hören können. Oh Gott, vielleicht sollte ich mich doch woanders verstecken. Ich glaube, das war, oh Gott, gar keine gute Idee. Okay, vielleicht doch hier unten rein. Ja, das ist eigentlich entspannt. Hier kann ich meinen Milchshake trinken und mein Donut essen. Und ich habe sogar alles im Blick, Freunde. Habe ich das gerade richtig gehört? Ist die Bank irgendwie aufgesprengt worden oder so? Naja, ist ja auch egal. 97, 98, 56, warte, egal, ich komme! Okay, Leute, aber wo haben die beiden sich versteckt? Hier ist die U-Bahn, im Wasser vielleicht? Okay, Leute, wollen wir auch spielen? Ich sehe was, was du nicht siehst. Gute Idee. Von mir aus fange ich auch an, Mario. Weißt du, ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist der Himmel. Warte, du kannst nicht den Himmel sehen. Ich habe letztes Mal wirklich den Himmel gesehen. Naja, dann würde ich einfach mal sagen, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das ist die Rutsche beim Pool. Oha, da bin ich sogar gerade. Warte, Moment mal. Also die Rutsche beim Pool, die kann man, ja toll, nur von hier sehen wahrscheinlich. Bist du auf der Schaukel? Nein. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe dich gerade gesehen, oder? Warte mal. Ich sehe dich, Mario. Ciao. Oha, ich habe dich gesehen. Du warst hier irgendwo. Doch, ich habe dich gesehen. Nein, nicht. Wo bist du? Lami? Oh Mann, Leute. Lami! Nein, lass mich in Ruhe. Du musst mich auch noch fangen. Ich komme hier nicht raus. Hilfe. was mache ich hier? Oh Mann. Okay, Freunde, das ist sehr gut. Wir dürfen uns auf jeden Fall noch umverstecken. Das heißt, ich verstecke mich einfach mal hier, oder? So, in diesem Secret und... Lol. Nicht dein Ernst. Was machst du denn hier? Lami, siehst du nicht? Ich trinke meinen Milchshake. Ich habe hier meinen Donut. Ich genieße gerade mein Leben in der Ruhe.
Also, was möchtest du jetzt hier? Ich bin gerade vom Mayo weggelaufen. Ich hoffe einfach nur nicht, dass er weiß, wo ich hingelaufen bin. Ich gehe einfach mal hier hin. Das sollte passen. Leute, ich weiß echt nicht, wo Lami hingelaufen ist. Lami, bist du vielleicht hier? Bist du da? Zwischen den Büchern? Ich glaube nicht, Leute. Ich habe Lami verloren. Oh, Mann. Aber okay. Ich glaube, Lami haben wir genug genervt. Emily? Willst du auch mir was sagen, was ich nicht sehe? Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Lami. Was? Ey, Moment mal, lass mich hier aus dem Spiel raus. Warte mal, ist Lami zu dir gelaufen? Oh Mann, ey, wo seid ihr denn? Also Moment mal, ich habe gesehen, dass Lami in diese Richtung irgendwo gerannt ist, zur Poststation. Ist Lami im Paket? Lami, versendest du dich wieder selbst? Nein. Das Einzige, was versendet wird, ist mein Merch. Deswegen schaut alle in meinem Merch-Shop vorbei. Okay, das heißt, du bist nicht in der Poststation, oder? Absolut nicht. Okay, wo könntest du denn sonst sein? Seid ihr hier? Ah ja, stimmt. Hier gibt's dieses Secret. Seid ihr hier drin vielleicht? Naja, also ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das sind trotzdem ein paar Pakete, obwohl wir nicht in der Poststation sind. Okay, das hilft mir nicht viel weiter. Ich weiß doch nicht, ob ihr hier irgendwo seid, aber... Emily? Warte mal, musst du mich nicht vorher fangen? Ja, ich das muss ja... Ciao! Oh nein! Mach das Ding auf! Emily! Nein! Und Emily, geh weg, Mann! Ich kann den Knopf nicht drücken! Hey, ich kann den Kopf... Schnell raus hier! Oh mein Gott, ey! Ich komme... Oh nein, ich hänge im Boden fest! Oh, warte mal, Freunde! Wenn ich mich hier in die Ecke... Ich hab dich! Ich dachte, dann sieht mich Mayo nicht... Nein! Lami? Mich sieht niemand! Ich bin nur die Wand! Lami, ich kann dich nicht mitnehmen, aber... Hä, was ist das denn? Das ist Trick 17. Ciao, Kakao. Lami cheatet. Oha, warte, ich werde dich noch fangen. Manu. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, die kleine Emily wurde ja zuerst gefangen. Das heißt, Mayo, wir dürfen uns jetzt zusammen verstecken. Let's go. Und Mayo, ich habe eine richtig gute Idee. Wenn Emily gleich kommt, dann liefern wir ihr einfach die beste Show, die es gibt. Deswegen, Mayo, Vorhang zu, bitte. 3, 2, 1, ich komme. Aber wartet mal, ich möchte auch einen Tipp haben. Also, Freunde, sagt mal, was ihr seht, was ich nicht sehe. Naja, wir sehen etwas, was du nicht siehst. Und das ist ein richtig großer blauer Vorhang. Wollt ihr mich veräppeln? Lami, du hast gerade komplett erklärt, wo du bist. Ich weiß doch jetzt, dass du in der Schule bist. Oder warte mal, veräppelst du mich extra? War das nur ein Trick von dir, kleiner Lami? Nein, das war die Wahrheit. Sag mal, bist du schon vor der Bühne, Emily? Natürlich nicht. Warte, du hast mir gerade komplett erklärt, wo du bist? Das heißt, ich werde jetzt gewinnen, das ist euch klar, oder? Hier. Ein riesiger blauer Vorhang. Ich stehe jetzt davor, Freunde. Okay, dann lass die Show beginnen. Versuch uns zu fangen, Emily. Ihr macht es mir mega einfach. Oh Mann, ihr seid... Mayo? Warte mal. Hä? Das ist ja gar nicht mal so Hallo, einfach. Lami. Stehen. Oha, Mayo. Was war das denn? Oh, ich hab euch gleich. Ich werde euch austricksen. Niemals, Joey. Hey, was machst du Hallo, da? Hallo, Emily. Oha, das ist ja mega unfair. Wenn ich euch zwei bekomme, dann kriegt ihr Popo-Klatscher. Wartet ab, ey. Treu weiter, Emily. Du bekommst uns niemals. Oh Mann, ey. Warum veräppelt ihr mich denn so? Ich hab wirklich keine Lust mehr. Wisst ihr was? Ich glaube, ich esse jetzt einfach mal mein Donut. Okay, dann machen wir das Ganze noch ein bisschen spannender. Der erste, den du fängst mit dem Einkaufswagen, der muss den Zuschauern 5000 Bobucks geben, okay? Oha! Okay, let's go! Oha, das war richtig knapp, ey! Los, Emily! Oh, warte, links, rechts, links! Oh, links geh ich lang! Warte mal, ich hab's mir anders ausgesucht. Toll, ich dachte... Ich vibe euch jetzt! Oh, nein! Was? Oh mein Gott! Mein nein! Gott, nein. Weißt du was, Lami? Das ist aber auch besser so,
denn Mario hat doch eh keine Bobas. Ja, das kann sein. Oh Mann, ey, ich wollte dich austricksen, aber naja, wer anderen eine Falle gräbt, fällt selbst hinein oder so, keine Ahnung. Aber naja, Freunde, das heißt, es gibt eine gute Nachricht für euch. Und zwar bekommt ihr auf jeden Fall Bobas von mir. Und zwar 5000 Stück. Und ich würde sagen, wir teilen das auf 10 Leute. Das heißt, Freunde, ihr könnt jetzt gerne euren Roblox-Benutzernamen in die Kommentare schreiben. Und 10 Leute von euch bekommen dann in den Kommentaren ein Herz. Und wenn ihr ein Herz bekommen habt, dann heißt es auch, dass ihr 500 Bobas von mir bekommen habt. Und jetzt würde ich erstmal sagen, ich muss auf Klo. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr mehr von solchen Videos wollt. Und außerdem, Freunde, müsst ihr den Kanal von Mario und den Kanal von Emily abchecken. Denn dort haben wir auch mega, mega coole Videos aufgenommen. Ansonsten, Freunde, könnt ihr auch die letzten zwei Videos abchecken. Oder wir sehen uns morgen beim neuen Video wieder. Und ciao. Tschüss.